Servus, grüß euch und hallo und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov und herzlich willkommen zum EFT News. Und nicht nur News, sondern auch ein kleines Fazit zum Vibe. Ja, ich beginne mal mit den News, und zwar gab es wieder ein Question and Answer mit Nikita, und das Ganze war letzte Woche schon im Forum am 12.04. glaube ich, oder 11.04. Nur auf Englisch, und heute kam die deutsche Übersetzung. Ich habe es mir auf Englisch durchgelesen und einiges verstanden, aber ich wollte nur mal auf die deutsche Übersetzung warten. Da habe mir gedacht, ich hau das Video jetzt heute raus. Wir beginnen jetzt mal mit den Fragen und Antworten, und danach gehen wir noch in ein Fazit zum Vibe. Ja, als die erste Frage: Wird der Kompass und Voice over IP, also sprich Stimme im Spiel, mit 0.12 kommen? Die Antwort: für beides hohe Chance. Gibt es Pläne, voreingestellte Beutespawns, feste Punkte zu entfernen, um Keyfarming zu verhindern? Ja. Sprich, ich glaube, dass sich das eventuell, also ich würde mir wünschen, dass sich das nicht nur auf Keys bezieht, sondern eventuell auch auf Waffenkisten. Stellt euch mal vor, dass es viel cooler wäre, wenn die Waffenkisten wirklich immer ein bisschen anders verteilt sind und man wirklich das Dorf bei Schollen zum Beispiel durchsuchen müsste, oder auch im Krankenhaus selber könnte in jeder Tür ein cooler Spawn sein, und dann muss man nicht mehr immer zu einem bestimmten Punkt laufen, sondern eher mal wirklich, wie es auch, glaube ich, gewollt ist, die Gegend durchsuchen. Also ich würde es mir nicht nur für Schlüssel wünschen, sondern auch für andere Sachen. Kommt der neue Scav-Boss auf Wutz mit 0.12? Ja. Haben Sie eine Schätzung, wann wir die modulare Chestrick sehen werden? Nach 0.12 Patch, also kommt erst nach dem 0.12er. Modulare Chestrick, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das die verstellbare Weste sein wird, wo man, glaube ich, dann auch Panzerplatten reinlegen kann und auch in der Größe verändern kann. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, habe jetzt das mit der modularen Chestrick nicht mitbekommen. Da es sich bei den aktuellen Quests um optionale Nebenquests handeln soll, wird es einen alternativen Weg, um den Ruf bei den Händlern zu bekommen, bis die Hauptquestlinie hinzugefügt wird? Wir müssen darüber nachdenken. Also hier geht es wahrscheinlich um die Reputation, wie ich die bei den Händlern steigern kann. Diese Quests, was wir ja aktuell spielen, sind ja eigentlich nur optionale Nebenquests. Also es hat nichts mit den Hauptquests zu tun. Also da haben sie wieder ganz andere Ideen. Das, was wir jetzt machen, ist so die Nebenaufgaben, wie es jetzt im fertigen Spiel sein soll. Die möglich sind, aber man muss es nicht machen. Wenn es dann so ist, dass man damit auch Items freischaltet beim Händler, muss man sie trotzdem machen, weil die Items teilweise sehr, sehr wichtig sind. Können wir mehr Modifikatoren für den Offline-Modus bekommen? Einige Beispiele: Scavs durch Raider ersetzen, unendlichen Raider-Time, alle verschlossenen Türen öffnen. Ist schon geplant. Wann wird der nächste Entwickler-Podcast sein? In 2 bis 3 Wochen. Also Podcast, kriegen wir wieder neue Infos. Vielleicht für 12.0 oder ob es nochmal ein Zwischenupdate gibt. Mal schauen. Kommt die Überholung der Animationen, die Sie fast vor einem Jahr vorgestellt haben, in naher Zukunft? Ist geplant für 0.12. Sie haben jetzt vieles auf 0.12 hingeschoben, weil sie ja die neue Unity Engine reinbringen. Und mit dieser Unity Engine haben sie scheinbar viel mehr Möglichkeiten, das Spiel besser zu machen und, ich glaube, auch schneller zu programmieren. Das wäre natürlich ein wichtiger Schritt. Wird es auf allen Karten mehr Scavs geben, wenn sie auf Unity 2018 upgraden? Ich glaube, sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass sie mit dem neuen Engine Upgrade mehr Spielraum vorhanden ist. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Wie läuft es mit dem Engine Upgrade? Es geht. Grinsesmiley. Also es ist scheinbar schon eine schwierige Arbeit. Und deswegen
verzeiht es denen, wenn wir jetzt noch eine Zeit auf 12-0 warten müssen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Schritt ist und ich denke, dass Nikita da wirklich sich auch Zeit lassen möchte und dass das alles reibungslos funktioniert. Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand der Rüstung im Vergleich zum Projektilschaden? Mit diesem Update habe ich das Gefühl, dass es richtig ist. Und ich muss gestehen, ich habe aktuell auch das Gefühl. Also ich hatte die letzten Tage sehr viel Spaß in Tarkov, sehr wenige Lags, harte Fights, interessante Fights und die Skeffs sind, wie ich finde, immens cool geworden, auch wenn man hin und wieder mal stirbt. Aber ich finde sie so genau wichtig und ich bin auf die Raider gespannt, auf Labs. Ich habe ja jetzt eine Keycard gefunden und werde vielleicht am Mittwoch im Stream mal eine Runde Labs starten. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Also so, mir macht das Spiel aktuell wieder sehr, sehr viel Spaß und ja, es ist eigentlich gigantisch, wie lange dass ich Tarkov schon spiele und es ist jetzt nicht wirklich viel hinzugekommen, aber allein die Scaffs, finde ich, war jetzt die größte Neuerung, dass die mehr random kommen und dass sie einfach nochmal besser geworden sind, macht das Spiel extrem interessant. Ingame-Alkohol, wann? Möglicherweise in 0.12. Wollen sie wieder Besäufnisse starten im Spiel? Gibt es Neuigkeiten darüber, wann wir eine echte knappe Wirtschaft bekommen? Basierend auf dem Tauschhandel und das Finden von Sachen im Raid, also Raubzug, und neuer dynamischer Beuteverteilung, über die Sie letztes Jahr gesprochen haben. Wir planen es, nach 0.12 zu implementieren. Das ist auch so eine Geschichte, das wo viele vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das Ganze soll nochmal um einiges schwieriger werden, nicht nur jetzt hier in dem Fall der Scavs, sondern auch mit den Items. Es soll alles ein bisschen ja schwerer zu bekommen sein und da werden sie halt auch noch mal einen Cut machen müssen und ich bin gespannt, wie sie das schaffen werden, also weil wir sind jetzt gewohnt alle wirklich viel Loot zu finden, aber wenn das auf einmal weniger wird, dann werden es bestimmt wieder die ersten auf Barrikaden hüpfen. Aber Leute, ich sag's euch gleich mal, es ist ein Hardcore Shooter und das soll es auch werden. Und sind wir uns doch mal ehrlich, wenn man was findet und das selten findet, es ist doch cooler, als wenn ich in jeder Ecke eine M4 liegen habe. Von dem her, ich finde das aktuell mit dem Loot eigentlich auch ziemlich cool. Also hat mir bis jetzt gefallen, die Loot-Verteilung. Mal schauen, wie sie sich jetzt weiterentwickelt. Aber auf das bin ich schon sehr gespannt, wie das mit dieser dynamischen Beuteverteilung und eben auch mit dieser knappen Wirtschaft sich ins Spiel integrieren lässt. Die Fragmentierung der Kugel scheint bei Kugeln mit geringer Durchdringung nicht zu funktionieren. Wird es bald behoben? Ja. Werden Sie mit 0.12 zu Unity 2018 wechseln? Ja, das haben wir geplant. Also die Frage ist ein bisschen doof, weil über das sprechen wir jetzt schon die ganze Zeit. Wie weit ist die After Raid Killcam oder weitere Informationen, wie man gestorben ist? Weitere Informationen sind nach 0.12 geplant. Warum sollte Ihrer Meinung nach jemand Bolt-Action-Waffen wie die M700 oder DVL verwenden? Halbautomatische Waffen desselben Kalibers 308 sind günstiger erhältlich. Wegen der Präzision im Allgemeinen, nach der Implementierung von Munitionsstatus und wegen der Zuverlässigkeit. Okay, das finde ich auch schade, dass das keine Frage ist. Mich würde endlich interessieren, wann es kommt, dass die Waffen kaputt gehen können. Also wirklich, dass wir auch auf die Zuverlässigkeit aufpassen müssen. Auf das freue ich mich zwar auch nochmal ganz stark. Bin gespannt, wie sich das Ganze dann entwickelt. Auf jeden Fall, wenn wir Waffen reparieren müssen, wenn wir eventuell Teile austauschen müssen. Es wird das Spiel auch nochmal sehr stark verändern, wie ich glaube. Auf das freue ich mich auch schon extrem. Wie ist der aktuelle Zustand des Karma-Systems im Moment? Können wir bald damit rechnen? Karma ist noch nicht implementiert. Wir werden es nach 0.12 hinzufügen. Also hört sich so an, als würde hier noch nicht mal so wirklich dran gearbeitet. Ist meines Erachtens auch jetzt im aktuellen Stand des Spiels nicht wichtig. Wie funktioniert das Hideout-Upgrade?
Sie finden bestimmt die Items, starten das Upgrade und warten, bis es abgeschlossen wird. Also sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass wir, was weiß ich, einen Motor finden müssen. Und dass es dann eine gewisse Zeit braucht, bis der Motor, sage ich jetzt mal, dann in der Basis installiert ist. Gibt es eine Chance, dass wir das G3 im Spiel sehen? G3 ist schon auf der Liste, ist schon geplant. Wann planen Sie, neue gesperrte Fähigkeiten zu implementieren? Es sind ja aktuell noch nicht alle Skills aktiviert. Wir haben im Skillbaum schon mal nachgeschaut, ob es noch einige ausgegraut. Wir möchten den Großteil der verbleibenden Fähigkeiten nach 0.12 hinzufügen. Werden die ein- und auszubauenden Schulterstützen, zum Beispiel für die M4 oder die M1A, IBR und allen anderen Schulterstützen, die das können, ausziehbar oder sagen wir faltbar sein in 0.12 oder höher? Ja. Also wir bekommen quasi Schulterstützen, die sich verstellen lassen. Ich glaube, später kommt auch noch eine Frage mit den Visieren, da komme ich dann auch noch dazu. Ich erinnere mich, wie die Entwickler sagten, dass wir in Zukunft Anbauten auf die Schienen frei bewegen können. Kommt es bald oder später nach 0.12? Also dass man wirklich das Visier draufsetzen kann, wo man möchte. Aktuell kommt es ja auf die Schiene drauf an, wo ich es hinsetzen kann. Werdet ihr, das Stottern, also ich gehe jetzt mal hier davon aus, laggen, jemals auf den Grund gehen? Ist es die Anwendung oder das Netzwerk? Beide? Meistens sind es die Initialisierung unterschiedlicher Art. Das Animationssystem zum Beispiel. Es kann alles repariert werden. Unity 2018 gibt uns hier mehr Möglichkeiten dafür. Also Nikita erhofft sich sehr viel von Unity 2018. Also, und ich hoffe, dass es seine Wünsche und auch unsere Wünsche erfüllt. Kultisten unter XPMCs. Was ist passiert? Kommen sie in naher Zukunft auf die Karten? Nach 0.12. Wird die SCAF-KI jemals mehr natürliche Animationen und Körperhaltungen einhalten, anstatt wie Cyborgs auszusehen, die ständig erhobenen, mit ständig erhobener Waffe herumdrohnen? Ja, man kennt die Skeffs einfach. Das kennt sie von normalen Spielern raus, wenn man die ein paar Mal gesehen hat. Aber auch das wollen sie machen. Also sie wollen die Skeffs ein bisschen natürlicher machen. Hat aber meines Erachtens aktuell noch keine Priorität. Welche konkreten Verbesserungen erwarten Sie nach der Umstellung auf Unity 2018? Texturstreaming, Grafikjobs, neue Terras, neue Physik, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Also ihr seht, sie haben dann viel mehr Möglichkeiten. Und deswegen hoffe ich auch, dass dann die Maps schneller kommen. Kommt die Charakteranpassung zu einem späteren Zeitpunkt? Soll schon in 0.12 kommen. Was ist mit dem Nachladen der Magazine passiert? Es wurde vor einem Jahr implementiert und sie sagten, dass die Animation dazu in Kürze folgen werde. Wir warten auf eine Funktion in Unity 2018, um es schnell zu machen. Werden wir jemals eine doppelläufige Flinte sehen? Ja. Welche Map planen Sie nach der Militärbasis hinzufügen? Die nächste Karte nach der Militärbasis wird die Straßen von Tarkov sein, also Streets of Tarkov. Soll die größte Map werden, Streets of Tarkov, auf die bin ich schon extrem gespannt. Das soll eventuell, also Gerüchte halber, sogar drei Skeff-Bosse drauf rumlaufen. Aber ich habe hier wieder die Angst, dass die ewig dauern könnte, bis wir die bekommen. Aber wir müssen auch sagen, Leute, wenn eine neue Map kommt, wie viel Mehrwert das die uns bringt. Wenn wir uns mal ehrlich sind, ich spiele jetzt schon ewig lang die paar Maps, also Customs, Woods, Shoreline und so weiter. Jetzt mit Labs, Factory. Aber ich habe immer noch Bock drauf, obwohl ich die Map schon wirklich auswendig kenne. Aber da sie so detailreich sind und auch Interchange, man sieht eigentlich immer wieder mal was Neues. Und das ist eigentlich extrem cool für die Spielzeit, die ich jetzt schon habe. Was halten Sie von Hatchlingen? Hatchlingen ist eine unabhängige und solide Klasse. Es wird jedoch reguliert sein, wenn es darum geht, sich nach dem Raid zum Heilen. Also, auf gut Deutsch, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schlecht übersetzt. Hatchlinge sind erlaubt, aber Nikita meint, dass sich das sehr schnell ändern wird, wenn die Spieler nach dem Raid sich erstmal heilen müssen. Weil dann kannst du nicht die ganze Hatchlinge reinwenden, wirst umgeballert und läufst gleich wieder los, weil es
dein Charakter einfach nicht gut beieinander ist. Der muss erstmal warten. Und dann überlegt man sich wirklich, ob ich dann noch wirklich nur mit der Hatchet reingehe. Also das muss man jetzt mal ehrlich sein. Weil ich dann doch mit einer Waffe einfach viel mehr ja, Möglichkeiten habe. Und ihr kennt meine Meinung. Ich finde, man kann einfach anstatt der Hatchet eine Makarov oder irgendeine Pistole mitnehmen. Das ist nicht viel Geld. Und wenn man Glück hat, erschießt man den Full Gear PMC und freut sich doppelt, dass ich drin war und hab nochmal geileren Loot. Aber muss jeder selber wissen. Gibt es Pläne für eine erweiterte Benutzeroberfläche für die 1044p oder höher? Wir überlegen uns, wie man es richtig macht. PS. Mit, in Anführungsstrichen, nach 012 meinen wir nicht spezifisch den nächsten Patch danach, sondern nur, dass wir nach der 012 Veröffentlichung einige Zeit darauf konzentrieren werden. Das war mir schon klar. Also es wird nicht direkt danach kommen, die ganzen Geschichten, sondern alles verteilt. Sie werden weiterhin Patches alle, ich sage jetzt mal, vierteljährlich raushauen und die einzelnen Sachen vereinbaren. Also wie ich finde, sehr interessante Fragen mit dabei. Die einzige Frage, was mir jetzt gefehlt hat, ist die Zuverlässigkeit. Aber ich denke mal, ich werde die nächste Mal im Forum nochmal mit aufnehmen. Mal schauen, was es dann für Antworten gibt. Ja, jetzt komme ich noch ein bisschen zu dem Fazit zum Vibe. Wir haben ja über die Scav schon ein bisschen gesprochen. Ist für mich aktuell das Highlight im aktuellen Vibe. Dann natürlich auch das Labs begrenzt. Ich habe jetzt meine erste Labs-Karte gefunden und freue mich schon richtig, die auch nutzen zu können. Habe ich jetzt dann wieder echt Bock, mal wieder auf Labs zu gehen. Ja, was haben wir noch? Recoil. Recoil, coole Neuerung. Wer mich in den Streams die letzte Zeit verfolgt hat oder auch in den Videos, sieht vielleicht, dass ich meistens nur noch Einzelschuss schieße. Es kommen viel mehr Kugeln an und es hat mir oft, sage ich jetzt mal, das Leben gerettet, obwohl der andere Automatik geschossen hat. Also zumindest ist das mein Gefühl. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie es euch so geht. Aber viele Waffen auf Automatik machen nicht mehr wirklich Sinn. Also es kommt immer auf die Entfernung davon. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Dorms bin, schalte ich schon auf Automatik um. Macht auch Sinn. Es kommt immer auf die Entfernung davon. Somit macht jetzt auch wieder so eine Waffe wie eine AKU Sinn. Also zumindest jetzt zum Start. Später wahrscheinlich nicht mehr. Aber die hat mir jetzt auch ein paar coole Raids beschert. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Lootverteilung habe ich auch schon erwähnt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aktuell. Auch die Quests. Ja, zu den Quests wollte ich auch noch was sagen. Die Quests sind echt schwerer geworden. Und für Neueinsteiger jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, nicht ideal. Ich finde es aber gut, dass sie es jetzt mal testen, wie es ist, wenn die Quests ein bisschen schwerer sind. Mir machen sie Spaß. Andere sagen, ja, das ist doch jetzt unnötig, ob ich jetzt so eine Baklava anhabe oder nicht. Oder die Pistol Kills bei den Spielern. Aber es bringt halt erstens mal noch neue Herausforderungen und wie ich jetzt zum Beispiel cool finde, dass man diese Mützen bei den 30 Scav Kills braucht, Ragman auf Interchange. Man ändert gleich mal so ein bisschen sein Spielverhalten. Man geht gut gerüstet rein natürlich, wenn man so eine Mütze auf hat. Und man sucht gleich auf Interchange neue Mützen bei den ganzen Schaufensterpuppen, die da rumstehen. Und deswegen ärgere ich mich auch nie, wenn ein Vibe kommt, weil ich finde, wenn irgendwann die Quests durch sind, dann hat man einfach so seinen Stiefel, den man ein bisschen runterspielt. Man geht dahin und es ist fast immer relativ ähnlich. Also selten, dass das immer ein bisschen abschweicht, zumindest bei mir. Und
mit den Quests muss man einfach an andere Orte, wo man vielleicht nicht so oft hingeht, weil man sich dann nicht so sicher fühlt. Und dadurch gibt es wieder viele neue Situationen. Und deswegen mag ich die Zeit nach dem Vibe so gern, weil Tarkov da einfach am schönsten ist. Also es ist meine persönliche Meinung. Und bringt auf jeden Fall nochmal sehr viele Reiz in das Spiel rein. Was mich jetzt freuen würde, schreibt es mir mal doch bitte in die Kommentare rein, was ihr zum Vibe, was ihr jetzt für ein Fazit habt. Wie es euch gefällt, was euch nicht so gefällt, habt ihr technische Probleme und so weiter und so fort. Würde mich mir einfach so interessieren, was bei euch so abgeht in Tarkov. Jetzt möchte ich euch eins noch kurz zeigen, was ich auch ganz toll finde. Ich habe ja vor dem Vibe schon ein kleines Video gemacht zu unserem Discord. Und wir haben ja hier ein Vibe-Erfahrungsbericht und hier stehen halt viele interessante Sachen mit drin. Eben hier das zum Beispiel mit der Mütze oder hier Architex hat hier den neuen Spawnpunkt von der Schlüsselkarte für Labs reingestellt. Also auch hier tauscht euch aus in diesem in diesem Textkanal. Hier kann man viele Sachen erfahren, was man zum Beispiel schon aufheben sollte oder eben wo man solche Sachen findet. Dafür ist unsere Community auch da, dass wir uns alle gegenseitig helfen. Schreibt es da rein, wenn euch was Neues auffällt oder wenn ihr was Neues findet. Das hilft allen anderen Mitspielern auch. So, jetzt habe ich genug gelabert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß weiter in Tarkov und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Pfiat euch, Servus, euer Dr. Wü.